Nein, das wollte ich nicht. Eieiei. Liegt hier mal so viel Kram rum. Und dann noch ein Erdgott, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Dann haben wir noch da hinten, was wir mal gucken können. Wohl nichts verpassen. Die Erdgötter sind schon ganz praktisch. Halt! Das Lazurit lag da. Da ist noch eine Zikade. Da liegen noch alte Zinnober rum. Sich durch das Gebäude durch. Ich finde es schade, dass ich nicht in so viele reinkomme. Um Geheimnis oder so zu entdecken. Noch draußen alles sehen kann, wie ich auch von draußen hier reingucken kann. Das sehe ich bei so wenigen Spielen, selbst bei den großen AAA-Dingern. Ich finde das faszinierend. Ich wollte untersuchen. Pinsel in Farbe tauchen, Amulett in einer Bewegung malen. Bekleckerte Amulette sind nutzlos, muss zerstört werden. Geh doch mal da weg, du Schwein. Okay, das ist dasselbe, das gleiche. Dafür brauche ich scheinbar das Papier, um mir Amulette zu machen. So verstehe ich das jetzt zumindest. Kann ich denn hier irgendwas machen? Nö. Aber es hat so das Geschmäckle, dass ich wohl Amulette machen kann damit. Warum sonst sollte ich Papier aufheben? So, wir haben nochmal einen Pilz. Und auf der Seite was? Nö. Blaues Tor. Rote Tür. Was sagt der Stein? Abendrotkamm. Okay. Wow. 6 Krüge kriege ich damit kaputt auf einmal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Golderz, Mineral, welches nützlich und wertvolles Gold enthält. Ach echt. You don't say. Da kann ich vermutlich, da kann ich raus. Da ist auch nochmal ein Tor.
Das ist ein Marienkäfer. Meiner. Ich hoffe, wir tauschen ihn wirklich und er wird nicht zur Medizin. Das fände ich voll gemein. Talismanlager. Komme ich da rein? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ah, wo ist die Karte? Warum sehe ich hier nichts? Okay, aber das sind alles Dead Ends, außer das Ding da oben. Gut, dann machen wir jetzt das da. Das sieht nach einer Kampfarena aus. Ausdauertest. Angriff von Mensch gleich ausgehalten. Angriff mit Holz gleich ausgehalten. Angriff mit Stein gleich ausgehalten. Bronze-Waffe-Test unvollständig. Muss ich nicht verstehen, ne? Meinen die die Rüstung von den Talisman-Soldaten? Eine Tür. Okay. Gehe ich jetzt erstmal hier oben lang. Ich weiß, Sherlock. Danke. Die haben unterschiedliche Lichter bei den Masken. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Ich möchte gerne auch den Rest. Dankeschön. Dicker, geh mal da weg. Darf ich sagen, ich bin auch dick. Ha. Nein, das wollte ich nicht. Zerstörbarkeitstest. Holz, okay, bricht. Stein, okay, bricht. Felsen brechen, nicht springen, aber Bronze-Experiment ausgesetzt. Wird nach Erweiterung fortgesetzt. Golderz. Malachit. Oh. Machen wir mal so. Vorsichtshalber. Keine Steine mehr. Ja,
Okay. Amulett des Lebens, ein rituelles Amulett mit Inschriften zum Verleihen von Leben und Kraft an einer seelenlosen Ausrüstung. Ah. Frage ist, was ich damit machen kann. Na, kommt her. Das wollte ich nicht. Da das Hanfpapier so aussieht wie das hier, nur nicht ganz so mitgenommen, gehe ich mal davon aus, dass wir uns selber Amulette machen können. Hm. Frag mich nur, was ich damit machen kann jetzt. Was krieg ich? Ach so, wir verbrauchen die Schlüssel. Dachte einmal ein Schlüssel, immer ein Schlüssel. Wartet mal. Nein. Wo sind die denn da? Wir verbrauchen die tatsächlich. Okay. Okay, okay, okay. Da kann ich nur rein, okay. Na komm. Dachte ich mir doch, dass irgendwas ist. Du warst so auffällig. Da wären wir beinahe abgehauen. Baumgecko, eine Echse, die meist auf Bäumen lebt. Sehr flink. Oder an Hauswänden hängt. Okay, was haben wir da drin? Ah, ja. Das ist was? Das ist ein sehr komplexes Ding, oder? Da ist ein Schriftzeichen drauf. Neue Talisman-Soldaten. Theorie. Eine Holztafel, die von einem Einwohner von Gottesspitz zurückgelassen wurde. Und das Ergebnis eines Experiments. Gut. Erweiterungstests für Talisman-Soldaten. Talisman-Soldaten haben folgende Probleme. Erstens, Platzierung des Talismans an der Vorderseite könnte zu dessen Entfernung führen. Dementsprechend müssen wir sie woanders platzieren. Wir haben zunehmend Probleme mit dem Tempo der Soldaten. Wir untersuchen alternative Möglichkeiten. Drittens, unser größtes Problem ist die Verteidigung hinten. Wir brauchen entweder stärkere Talismane oder ein leichteres und härteres Material. Ich finde, die sind schon schlimm genug. Da muss man nicht noch mehr mitmachen. Talisman-Soldat Hinweis an Amulettfertigung gut, Amulett-Arrangement gut, Experiment zur Aktivierung und Kontrolle abgeschlossen, Dauertests auf später verschoben.
Sie ist so weiter nichts. Außer Gegner. Ich habe das einfach so eine komische Trommel als im Hintergrund. Ups. Oder der Trommler ist sehr aufgeregt tatsächlich. Ich finde es gut, wie die anderen das überhaupt nicht tangiert. Ich hätte gern was zum Werfen für den da oben, aber hier liegt nichts, ne? Warum kann ich nicht einfach den Helm nehmen und werfen? Das verstehe ich gar nicht. Das liegt da so perfekt zum Abwerfen. Der hängt da so perfekt. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ja, komm. Hey! Ist irgendwas? Ach, da. Da liegen sie. Unnötig. Weil da hat er mich ja schon gesehen, wenn ich sie hab. Sag mal. Ich verstehe manchmal nicht, warum er die nicht gleich fixiert. Ich habe endlich mal einen Bergtrollschwanz. Es ist tatsächlich ein Schwanz. Das ist mir da gar nicht aufgefallen, wo ich mir das erste Mal das Icon angeguckt habe. Ich dachte, es ist eine Art Pilz, aber es ist tatsächlich ein richtiger Schwanz. Mensch. Davon haben wir jetzt erst einen gefunden? Wie viele Bergtrolle haben wir denn schon zerdroschen? Das ist ja unfair. So, das war der eine Weg. Der da, jetzt müssen wir den anderen gehen. Den da. Und dann können wir da hoch. Oder wir gehen nochmal zurück und machen die blaue Tür auf. Ich weiß es nicht. Achso, nein, wir müssen erstmal da. Wo ist die blaue Tür? Da ist die blaue Tür. Vielleicht müssen wir die sogar aufmachen. Die müssen wir aufmachen. Okay. Dann gehen wir erstmal da lang. Also richtig durch. Dann gucken wir uns mal an, was hier hinten auf uns wartet. Sofern ich die richtigen Tasten drücke. Es ist tatsächlich immer nur einmal was drin. Lohnt sich also nicht, so Dinger mehrmals zu zerdreschen. Okay. Hatte ich die beim ersten Mal? Weiß ich nicht mehr. Der alte Mann ist echt schnell, ne? Wie er einfach mal von da hinten hierher kommt. Ohne dass wir es merken. Oh nein, es war die Tür. Ich dachte, da ist vielleicht ein rotes Fass, das ich nicht gesehen habe. Warum ist der denn so oft hier? So viele von den Dingern finden wir ja gar nicht, von den Bergtrollen. Mir fehlen noch zwei. Hä? Was? Ach, in dem Gebiet fehlen mir noch zwei. Ich verstehe. Von hier kommen wir. Ich bin gerade wieder zurückgelaufen. Ich hält im Erdbeerfeld. Ist das hier noch so groß? Ja, kann schon sein. Ah!
Was? Irgendwo ist noch so ein gelber? Wo denn? Ach, da oben. Das haben wir gleich. Das haben wir doch gleich. Junge, was machst du denn da? Überlass das mal den Großen hier. Was ist denn jetzt? Ist noch einer? Er ist groß. Der war größer wie die anderen. Ich finde es schade, dass diese Heilungsschriftzeichen so random irgendwie wirken, im Moment mal noch.